Wir sind mal wieder bei BP Motorentechnik. Als erstes würde ich mich gerne einmal für den Livestream letzte Woche entschuldigen. Wir haben zwar unser Bestes gegeben, ich denke, es war auch höchstgradig interessant und informativ. Leider hat die Technik nicht so mitgespielt, wie sie sollte und es kam ein bisschen zu Komplikationen mit sowohl dem Internet und. Wir haben was daraus gelernt, werden das nächste Mal besser machen und haben uns überlegt, ihr kriegt jetzt nochmal ein Video hinterher in gewohnter Qualität, wo ich bzw. mehr Björn euch nochmal einmal den Motor vorstellt, also nicht vorstellt, sondern die Begutachtung des Motors euch vorstellt und dann wisst ihr alle nochmal, wie es um den Motor steht und wie wir jetzt weitermachen. Ja. So, also der Motor ist jetzt komplett zerlegt. Wie ihr euch daran erinnert, hatten wir ein Kühlwasserproblem. Es ist jetzt alles schon zerlegt und gereinigt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt quasi den Livestream noch einmal nach. Das heißt, als allererstes haben wir in dem Livestream wie gewohnt die Nockenwellen nochmal eingemessen, damit wir wissen, wie die Nockenwellen standen. Werte passen, waren genauso eingestellt wie das Mal davor. Somit können wir auch an der Stelle nächstes Mal weitermachen. Und dann haben wir als nächstes das Ventilspiel noch einmal nachgemessen. Weil ihr erinnert euch vielleicht an eins der letzten Videos, wir haben dieses Jahr neue Nockenwellen getestet mit mechanischen Stößeln. Und da war halt höchstgradig interessant, wie sich jetzt nach den ersten 1000 Kilometern das Ventilspiel verändert. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen als erstes mal einmal zum Kopf rüber und messen da einfach nur noch mal flüchtig kurz nach. Und Björn sagt noch einmal kurz, was da jetzt Phase ist. Ja, wir hatten die, man konnte sogar noch erkennen, die Maße vom letzten Mal zusammenbauen, war noch aufgeschrieben auf dem Kopf. Wir hatten 0,25 mm Einlass und 0,4 mm Auslass. Wir hatten ja extra das Spiel erhöht, auch die Nockenwellen sind passend dazu, damit wir mehr Toleranz haben. Gerade wenn das Spiel zu eng wird, könnt ihr ein Ventil schneller durchbringen. So haben wir mehr Toleranz. Ja, wir haben sie nachgemessen und haben gesehen, dass das Ventilspiel sich eigentlich fast gar nicht verstellt hat. Hier zum Beispiel bei den Einlassseite 0,25 und die Fühlerleere mit 0,25 passt durch. Mhm. Wir hatten an einem Zylinder Einlass, das nur 0,2 durchpasste, aber sonst, also ich behaupte, das ist noch voll in der Toleranz, 0,2 bis 0,25. Mhm. Das gleiche hatten wir auch bei der Auslassseite, die hatte 0,4 und wir haben mit der 0,4 Fühlerleere bei, konnten wir bei allen außer bei zwei, dreien durchgehen und hatten dort ein ganz klein bisschen weniger Spiel, war das, glaube ich. Wie kommt das, dass das Spiel, wenn dann weniger und nicht mehr wird? Wenig. Das kann eigentlich in beide Richtungen gehen. Es kommt immer darauf an, wenn sich zum Beispiel ein Ventilsitz setzt, wenn das, weil das neu eingezogen und das Ventil in dem Fall, zieht ja das Ventilsitz immer seinen Teller gegen den Sitz und kann sein, dass es sich so langsam reindrückt. Mhm. Dann wird natürlich auf der anderen Seite oben das Spiel ein bisschen geringer. Andersrum kann es sein, dass auch ein Verschleiß entsteht in Form von, von dem Stößel und des Ventils. Das ist zwar alles sauber abgedreht, aber trotzdem kann ich das ganz klein bisschen einarbeiten. Fast immer ist es der Fall, dass es zu eng wird, dass sich irgendwas setzt, dass ein Ventil länger wird, dass es sich am Ventilsitz stärker einarbeitet und dann wird das Spiel enger. Und in unserem Fall hat jetzt aber alles funktioniert. Ja, alles gut. Sind da in einem sehr, ich persönlich hätte gedacht, das wird jetzt hier Katastrophe, wir müssen alles wieder neu einmessen und so weiter. Deswegen habe ich mich auch jahrelang gesträubt davor, in diesen Motor mechanische Nockenwellen einzubauen, weil es geht mal nicht eben so mit dem Einmessen. Das stimmt. Björn meint aber schon immer, das funktioniert und es funktioniert scheinbar wirklich. So funktioniert es, dass wir die Köpfe so nehmen können und wieder draufschrauben können, ohne was nachzustellen. Das ist voll in der Toleranz drin. Ab welchem Ventilspiel würde es kritisch werden? Ach, über 0,05 mm. Also wenn es Richtung 0,1 mm Abweichung hätte, dann würde ich es machen. Okay. Ja, wir können ja einmal den Kopf nochmal zur Seite drehen und gucken uns noch einmal die Verbrennung an, beziehungsweise die Brennräume. Da sind jetzt noch die Stehbolzen drin. Mal gucken. Ja, was kannst du da so zu sagen? Sieht alles gut aus. Besonders unsere Kupferringe sieht man hier wieder. Sie verhindern komplett, dass es irgendwie in dem Bereich schwarz wird. Mhm. Fast alle getunten Motoren, wenn so langsam die Kopfschrauben bzw. die Kopfdichtung sich abhebt, fängt hier an leicht schwarz zu werden, weil so minimal die Gase hin und her gehen, weil das einfach die belastete Stelle von allem ist. Zum Auslassen hin hatten wir es halt auch immer, ne? Ja, genau. Zum Auslass hatten wir es auch jahrelang immer Probleme. Hier ist nichts. Gar nichts dran. Die Verbrennung sieht auch sehr, sehr gut aus. Sie sieht ein bisschen aus, als wäre sie
heiß. Wobei dein Sprit, was du verwendet, kann ich auch nicht ganz so vergleichen mit den sonstigen, die ich so sehe. Deswegen, hier sieht alles in Ordnung aus. Keine Risse, so von hier sichtbar. Ich würde sie einfach so nehmen und wieder verwenden. Also einfach lassen, ja. Reinigen, draufstecken. Genau. Perfekt. So, jetzt kommen wir zu der nicht so schönen Sache. Und zwar, wir hatten ja das Problem mit dem Kühlwasser. Und beim Zerlegen haben wir dann festgestellt, dass leider der eine Zylinder gerissen ist. Man sieht es hier. Das war ja die Vermutung, die wir schon die ganze Zeit hatten, was man auch mit dem Endoskop schon ein bisschen sehen konnte, dass wirklich der Zylinder einmal von oben bis unten leider komplett auf der Druckseite einmal durchgerissen ist. Hast du damit gerechnet? Irgendwann ja, das war klar. Aber wo wir das abgelassen haben, hier das Öl, ja. Da war mir klar, es kann nur der Riss sein. Einmal reingucken, es ist so eine Mischung, so eine Emulsion. Ich will zu meiner Verteidigung dazu sagen, das Öl habe ich vor dem letzten Event neu gemacht. Das heißt, eigentlich hat das Öl nicht viel gesehen. Das heißt, eigentlich nur einmal in Ladenverkauf gefahren vom Anhänger, einmal in die Messehalle reingefahren vom Anhänger und trotzdem setzt sich da so schnell das Öl rein, ne? Ja, das Wasser. Das Wasser läuft am Kolben vorbei in die Ölwanne und dann, wenn du startest, das habe ich auch im Live-Team gesagt, wenn man ein Wasserproblem hat, dann bitte nicht mehr starten. Egal was, nicht mehr starten, weil dann vermischt man ja das Öl und das Wasser. Es wird eine Emulsion und verteilt sich im ganzen Motor. Hm. Ja, wir haben Riss auf dem Zylinder. Hättest du damit gerechnet, dass das irgendwann passiert, dass der Zylinder reißt? Also das ist wirklich, woran liegt das? Warum passiert das, dass so ein Zylinder reißt? Kann das ein Materialfehler sein? Ist das Zufall oder? Das kann bei jedem Zylinder passieren. Das kann bei dem Block mehr sein als bei einem anderen Block. Das sind ja immer so leichte Toleranzen von den Gusstoleranzen. Und irgendwann hat man einfach die Festigkeit des Materials überschritten. Und du produzierst so viel Druck dort drin, dass irgendwann die Büchse platzt. Mhm. So kann man sagen. Und dass es da passiert, das ist einfach, irgendwann fängt es irgendwo an. Das heißt, es wäre jetzt auch wahrscheinlich fahrlässig, einfach sicher zu sagen, wir nehmen den nächsten RS4-Block und gucken einfach, wie lange es wieder hält. Genau. Deswegen nehmen wir jetzt den kaputten Block und versuchen ihn wieder heile zu machen. Ja. Ziehen da Buchsen rein und hoffen, dass es halt funktioniert. Wie man auch in dem letzten Video, wo wir die Buchsen vorgestellt hatten, schon erahnen kann. Ja, hier nochmal Kupferringe. Hat auch alles auf der Gegendichtfläche auch alles funktioniert. Sieht man eigentlich auch gar keinen Durchbrand irgendwo. Die müssen natürlich erneuert werden. In dem Fall weil alles rausgedreht wird und da die Buchsen später reinkommen. Ja, was können wir noch zu dem Block sagen? Es gibt ja so ein paar Stellen, die nicht ganz so erfreulich aussahen. Ne? Ja, der Block selber ist in Ordnung. Die Bauteile hier, wie zum Beispiel die Kurbelwelle und die Lagerschalen, die sehen für mich absolut top aus. Mhm. Da ist so gut wie nichts dran. Das können wir wieder so einbauen. Man sieht ja hier eine nitrierte Kurbelwelle, ne? Ja. Keinerlei Riefen, die sich sonst normalerweise immer bei dieser Last entsteht, wenn sich nämlich der Öldruck langsam zu gering ist, der Ölfilm, und die Lagerschale an der Kurbelwelle reibt. Mhm. Passiert hier auch nicht. Wir haben ja also den Öldruck auch gut hochgesetzt. Funktioniert da deine Optimierung scheinbar, was die Schmierung angeht, auch ganz gut? Die Kombination funktioniert gut. Weil ich weiß, wir hatten jahrelang ja auch Probleme mit den Pleuellagern, das war ja immer so eine Sache. Und ja, man sieht zwar an den Lagern so, ich sag jetzt mal, so leichte Auswaschung. Aber da hatten wir ja schon mal drüber diskutiert. Diese Lagerschalen habe ich Mitte des Jahres 1:1 bei einem Check quasi wieder eingebaut, weil Björn meinte, diese, ich sage jetzt mal, Verwaschungen da drauf, die ihr seht, machen überhaupt rein gar nichts. Das ist nur diese sogenannte Einlaufbeschichtung, die da drauf ist. Ja. Wir haben die Schalen so 1:1 wieder eingebaut und es ist tatsächlich so, sie sind unverändert. Also das, was ihr hier jetzt wirklich an Verfärbung, Abrieb, wie auch immer seht, das, wie kann man das beschreiben? Das ist quasi einfach nur, dass die Schale sich auf die Welle angepasst hat. Kann man so sagen. Wenn man eine neue Lagerschale nehmen würde und du würdest einfach mit dem Finger Nagel oder irgendwas feste drücken, was nicht metallisch wird und reichen, würdest du schon so Streifen erkennen, weil die Oberfläche sehr weich ist. Mhm. Und deswegen kann sich das anpassen und hat es gemacht. Aber trotzdem ist alles voll in Ordnung. Das heißt, Pleuellager sehen gut aus, Hauptlager sehen gut aus, Kurbelwelle sieht gut aus. Ja. Dann kommen wir zum letzten Punkt, Thema Kolben. Ja, das sieht eben nicht ganz so gut aus. Wir hatten auf einmal beim Ausbau des Kolbens gesehen, dass es sowas war, ich würde mal sagen, wie Blumenkohl.
entstanden ist. Mhm. Zuerst habe ich ja gesagt im Video, oh, das ist doch ganz bestimmt irgendeine chemische Veränderung vom Öl, dass es wie so eine Säure wirkt. Gleichzeitig hatten wir hier oben in dem Bereich so eine Art Fresserspuren, am Zylinder ja auch. Das konnte ich mir erstmal nicht erklären. Ich habe immer gesagt, es ist Auswaschungen von diesem schlechten Öl, was jetzt drin war. Auch wenn du nur ganz kurz gefahren bist, aber trotzdem. Dann haben wir eben die Kolben ganz schnell zum Jürgen geschickt. Mhm. Der hat die Kolben vermessen und hat ein paar Messpunkte gemacht auf dem Kolben und hat deutliche Unterschiede gesehen, maßliche Veränderung, wie sie eigentlich sein sollten. Das letzte Mal, weil die gleichen Kolben waren schon beim Runge und wurden einmal gemessen und es war nichts. Es war absolut nichts, formmäßig, materialmäßig hat sich da nichts verändert. Dieses Mal starke Veränderung. Jürgen Runge, muss man dazu sagen, Firma Picoatec, mit denen experimentieren, versuchen und arbeiten wir schon wirklich seit Jahren zusammen. Der kriegt jedes Mal, wenn wir den Motor zerlegen, kriegt der immer einmal die Kolben, weil diese schwarze Beschichtung von ihm ist. Und deswegen war es da für uns natürlich extrem interessant, mal seine Meinung dazu zu wissen und haben ihm deswegen schnell die Kolben zugeschickt, damit er sich das mal angucken kann und hat sie jetzt quasi für das Video wieder zurückgeschickt, weil wir können das natürlich so nicht wieder einbauen. Die müssen auf jeden Fall neu beschichtet werden. Die kam eben an mit Express und einmal noch mit ihm gestern telefoniert. Was meinst du? Man kann ganz grob sagen, dass sie thermisch überlastet waren. Mhm. Das, im Video habe ich gesagt, nein, das ist das Öl. Es scheint so, weil sich der Kolben, ich habe ihn gemessen, weil sich der Kolben wirklich stark zusammengezogen hat, verändert hat, der war thermisch sehr, sehr stark belastet. Mhm. Meinst du, wir sollten Jürgen dazu nochmal befragen oder kannst du uns das auch wiedergeben, was genau da passiert ist jetzt? Ganz genau kann ich es nicht wiedergeben. Mhm. Das können wir ihn gern noch einmal befragen. Mhm. Das wird natürlich dann sehr technisch, das Ganze. Aber was ist der Mann? Wir probieren einfach mal, ich rufe den Jürgen einfach mal an. Mal gucken, ob das... In der Zwischenzeit, ich habe die Kolben wieder gemessen mit der Bügelmessschraube und habe gesehen, dass die ungefähr 900stel unter Null sind. Der Herr Runge hat es mit 100stel unter Null. Das heißt, der ist 800stel geschrumpft, der Kolben. Den ein Kolben gestrahlt hat, vielleicht ist das jetzt maßig, weil die Beschichtung weggestrahlt ist, ein bisschen anders, aber der ist auch sehr, sehr klein geworden, der Kolben. Das heißt, wir sind jetzt wieder in Bereichen, wo der Kolben so belastet wird, entweder thermisch oder einfach kraftmäßig, ja, dass er sich, übertrieben gesagt, einfach verformt. Genau. Es ist aber thermisch. Es ist definitiv thermisch. Die Temperatur, die da reinkommt, bewirkt einfach, ab einem gewissen Punkt zieht sich das alles zusammen. Ich habe es auch so gemerkt, meine Vermutung, die ich habe, die Pleuelbuchse, die eigentlich schon relativ gut hielt mit dem 22er Kolbenbolzen. Wenn ich hier reingehe, 900stel plus, das ist jetzt 22,09, fast 22,10. Rohzustand ist, wenn ich es quer messe, misst man es, kann man auch noch sehen, ist sie eigentlich immer 22,025. Mhm. Das heißt, das hier, wenn ich drehe, das ist alles an Verschleiß. Hier ist die Druckseite, hier ist die Nichtdruckseite. Das ist Verschleiß. Das hatten wir früher nicht gehabt. Mhm. Nicht so stark. Mhm. Das war ganz zum Anfang beim 21er Kolbenbolzen. Da hatten wir das auch. Das bedeutet für mich, man ist schon wieder an der Belastungsgrenze. Mhm. Ja, ich habe ja eine Vermutung, was es sein könnte. Und zwar, es ist die Zündung. Mhm. Die sehr, sehr starke Zündung. Du konntest ja in jegliche Richtung von Zündung fahren, 30 und noch mehr Grad. Genau, wir haben alles probiert. Und ich behaupte, wenn ein Motor so früh zündet, dann geht ja der Kolben noch nach oben. Die Hitze, die bleibt ja dort gefangen. Und erst wenn der Kolben wieder nach unten geht, expandiert es und wird kühler. Und ich glaube, du konntest durch dieses guten Sprit so früh zünden, hat auch ein bisschen Leistung gebracht, aber du hast so viel Wärme nicht in die Abgase oder in die Expansion gepackt, sondern in den Kolben reingepumpt, mhm, und in die Kraft reingepumpt. Wenn hier so ein Verschleiß ist, das bedeutet, da drückt es durchgehend. Aber dann muss jetzt ja schon der letzte Step mit den neuen Nockenwellen, muss ja eigentlich schon deutlich mehr Leistung gewesen sein dann am Ende, ne? Ja.
Also wir haben ja nur diese 40 PS, die das mehr waren, auf dem Prüfstand gemessen. Aber von Fahrwerten her, so während der letzten Events, war das Auto ja deutlich schneller geworden. Deswegen sind wir uns noch nicht ganz einig, was da auf dem Prüfstand passiert ist. Ob da vielleicht zum Beispiel die Räder ein bisschen Schlupf hatten oder. Und du bist aber jetzt vom Mechanischen her, sagst du auch, dass da in dem Motor deutlich mehr Rambazamba drin los war. Muss es. Zündungsmäßig, weiß ich, sind wir mit beiden Nockenwellen das Gleiche gefahren. Da haben wir keine großen Änderungen gemacht. Okay. Da sind wir das Gleiche gefahren, haben beide auf dem Prüfstand quasi rausgefahren und haben, wir machen das immer so, wir fahren quasi einmal das Maximum an und das Minimum und gucken einfach, in welche Richtung halt die Kombination aus Abgastemperatur und Leistung halt so am besten ist. Und das war bei beiden Nockenwellen um die 30 Grad. Mhm. Kann natürlich sein, dass du jetzt durch die Nockenwellen schnellere Verbrennung hattest und eigentlich sehr, sehr viele Anteile der Mehrleistung, der mehr produzierten Druck im Brennraum in den Kolben gepumpt hast. Mhm. Und deswegen auch gar nicht so viel Leistung mehr dabei herumkam. Ja. Das heißt, für die Zukunft, da wir jetzt natürlich erstmal nicht wieder alles umgestalten können, sollte ich auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass man zündungsmäßig doch wieder ein bisschen Richtung spät geht. Ja. Weil eine andere Möglichkeit wird es ja nicht geben, weil weniger Leistung will ich ja nicht. Ja. Das heißt, man muss da so als Richtwert nehmen, dass man auf jeden Fall nicht weiter. Ist es denn, aber es ist schon so, dass es ungefähr alle Kolben gleichmäßig sind. Dass es jetzt nicht nur ein, zwei Zylinder betrifft, sondern dass es schon alle... alle Kolben durchgehend gleichmäßig. Wir hatten natürlich auf der einen Seite ein bisschen Verschleiß auf der Einlassseite, auf der anderen Seite weniger Verschleiß. Kann natürlich sein durch die V-Bank, dass das minimal unterschiedlich ist. Dass eine Seite ein bisschen mehr Zündung verträgt, beziehungsweise mehr Druck produziert, mehr Temperatur produziert, aber das kann man so nicht richtig herausfinden. Du hast ja schon eine Idee gehabt, wie man sowas testen kann. Schauen wir mal, ja, was wir da so machen. Ich probiere einmal den Jürgen anzurufen. Würde mich auch einfach mal interessieren, was der so sagt. Der kann bestimmt ein bisschen was dazu erklären. Ja, schade, wir hätten gerne Jürgen mit dazu geholt. Ist kein Beinbruch, weil wir werden natürlich auch wieder ein Video machen, wie wir das Ganze zusammenbauen und wie die Kolben beschichtet zurückkommen. Dann machen wir das Ganze dann einfach nochmal und dann gibt er uns dann nochmal einen Crashkurs, was da wohl passiert ist und was wir jetzt dagegen machen. Ich erinnere mich ein bisschen, das können wir vielleicht den Leuten auch nochmal kurz erklären. Wie ist denn der Kolben überhaupt vom Aufbau her, was den Durchmesser angeht? Der Kolben ist ja nicht einfach so zylindrisch. Der geht ja zum oberen Bereich hin, wird er ja enger. Mhm. Hauptsächlich ist es ja wegen der Wärmeausdehnung. Von oben kommt die Wärme, dann dehnt es sich aus und eigentlich soll, wenn er warm ist, der Kolben zylindrisch sein, so grob gesagt. Jetzt haben wir, dass der Kolben oben leicht gefressen hat und... und genau in dem Bereich, sagte er, wo wir diesen Blumenkohl haben, das war eigentlich immer nicht, normalerweise frisst ein Kolben hier mit Spielmangel, immer unten, weil da ist der Kolben am dicksten. Das Problem haben wir aber nicht, weil wir haben es oben drüber. Und er hat gesagt, es war eine Überlastung der Beschichtung, das war einfach zu viel Druck da drauf, deswegen auch oben diese Fresserspuren oder einfach viel zu heiß, dass der Ölfilm schon halb weg am Brennen war und deswegen sich gefressen hat. Er vermutet, bei der Leistungsklasse mit so viel Wärmeeinbringung in den Kolben, dass er die Form ein bisschen ändern möchte. Ich versuche das mal darzustellen. Früher war das sozusagen der Kolben so und ging dann so zusammen. Von, sagen wir mal, so bis zu einem halben Millimeter ging da zusammen. Er möchte jetzt gerne die Form ein bisschen verstärken, mehr zusammenziehen, dass er oben sozusagen mehr Möglichkeiten hat, sich auszudehnen und da nicht am Zylinder zu fressen. Das heißt aber, ich denke ja mal, wir werden den Kolben oben so lassen, wie er ist. Ja. Das heißt, wir machen ihn unten dicker. Genau. Und du musst dementsprechend auch ein anderes Maß holen. Genau. Da der Kolben ja jetzt sowieso alle ein bisschen eingefallen ist von der Temperatur, glaube ich, wird das sogar gut hinhauen. Ich werde den neuen Zylinder so 200stel größer honen, sodass der Jürgen mehr Möglichkeiten hat mit seinem Beschichtungszeug, kann er das ja aufmodellieren. Ist zwar dann sehr, sehr viel Arbeit für ihn, weil er muss ja hier am Kolben bis zu 1/10 Wandstärke aufbringen, was er nicht in einem Schritt machen kann. Er kann immer nur 2, 3, 400stel auf einmal und dann muss es wieder eingebrannt werden. Hier sieht man es schon mal.
Der Unterschied von dem zu dem Messpunkt sind nur 0,04 mm. Aber nach seinem Empfinden muss es mindestens 0,0 mm, muss der Kolben hier dicker sein, beziehungsweise hier dünner sein. Mhm. Da sieht man schon, dass die Form sich verändert hat durch die Temperatur. Also für mich auf jeden Fall unvorstellbar, wie man in solchen Hundertstel-Millimeter-Bereichen mit so einer Beschichtung arbeiten kann. Gerade so mit verschiedenen Messpunkten und so weiter. Vielleicht ist der Jürgen ja auch mal bereit für, dass wir bei ihm irgendwie mal ein Video machen. Mal gucken. Wird wahrscheinlich für das Projekt jetzt ein bisschen eng. Ja. Aber wir werden noch so viele Kolbenbeschichtungen haben, dass wir da auf jeden Fall garantiert nochmal hinkommen. Das heißt, Ende vom Lied ist Kolben neu beschichten, neue Ringe, Buchsen rein, Motor wieder zusammen. Ein bisschen weniger Zündung und gib ihm. Und Kolbenspiel, wie er schon gesagt hat, von unseren 700 vielleicht auf 800-900 zurückgehen, dass wir einfach ein bisschen mehr Spielraum haben. Perfekt. Ja, dann war es das jetzt für heute mit dem Motor als kleine Wiedergutmachung für den verkackten Livestream. Wir sind beide positiv überrascht von dem Motor. Alles gut, kann man so sagen. Kleinigkeiten. Und jetzt geht's weiter. Und dann gibt es wieder Druck auf den Kessel.